willkommen zurück zu Trüberbrock. Und zwar verlassen wir jetzt dieses Irrenhaus, dieses Sanatorium, wo wir getestet wurden. Ich werfe den Schlüssel dann in den Briefkasten. Ob wir ein Mensch sind? Mensch. Kapitel 3. Das Tennhäusertor. Wo bin ich? Wieder. Hallo? Jemand da? Psst. Hier lang. Kommt von links, oder? Was ist das hier für ein Ort? Da ist etwas. Jetzt ist es arschdunkel. Ich habe eine Art Bergwerk erreicht. Es sieht verlassen aus. Den Spuren nach zu urteilen, habe ich Gretchen fast eingeholt. Aber hier die Landschaft, so, das sieht schön aus. Sehr schön. Das war jetzt nicht die absolute Grafikbombe, aber es sieht richtig gut aus. Ein Schuppen für Geräte. Da schauen wir doch mal rein. Verschlossen. Die Kette gehört zur Seilbahn. Ein rostiges altes Zahnrad. Ja, steck mal ein. Gib Kette. Und nun? Und jetzt einschalten, oder? Denke schon. Was haben wir denn da? C3H8. Propan. Hochentzündlich. C3H8. Okay. Da sind wir ja bestens ausgerüstet. Da ist ein Zelt. Eine alte Erzlore. Völlig hinüber. Ich will mir das Zelt noch anschauen. Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist sie schon ohne mich vorgegangen. Ja, aber wohin? Das ist ja die Mine, sicherlich. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Keine Chance. Eiche massiv. Eiche massiv. Der grauenhaft zugenagelt. Halt! Stimmt, die Lore da reinschieben. Irgendetwas fehlt, um das Ding richtig in Schwung zu bringen. Die Asche der Feuerstelle ist noch warm. Vielleicht hat sich hier jemand ein karges Mittagsmahl gekocht. Ein karges? Man kann am Feuer auch schöne Sachen machen. Nee, darf er nicht. Wohl eher die Gasflasche an die Lore, aber das geht nicht. Nein, 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 Hans. Das wäre wirklich keine gute Idee. Ein Gürtel. Vielleicht jetzt? Ja. Brauchen nur was zum Festschnallen. Jetzt geht er ab, da macht das Ding eine Linkskurve.
nicht ohne Helm. Ich bin noch nicht lebensmüde. Ernsthaft? Wo kriegen wir jetzt einen Helm her, du Knaller? Da ist keiner. Wo kriege ich einen Helm her? Eine alte Erzlore, völlig hinüber. Hilft uns nicht. Nicht ohne Helm. Ich bin noch nicht lebens. Ja, aber wo willst du den Helm hernehmen, du Knallkopf? Da ist noch Müll. Geröll. Oh, da ist dein Helm. Ständig verliert jemand seinen Helm. Das ist nur ein Spielen so. Ah, so, auf geht's. Jag mal das Ding hier rein. Los geht's. Das war eine Raketenlore. Das Spiel ist schön gestaltet, aber in den Zwischensequenzen ist es immer so verpixelt. Leicht, ganz leicht. Beverly, es ist soweit. Ich bin gestrandet. Tief unter der Erde, in irgendeiner gottverlassenen Höhle. Es ist eiskalt. Ich kann kaum etwas sehen. An denjenigen, der diese Aufnahme findet, bitte übergeben Sie die Kassette an Miss Beverly. Auch das noch. Hallo? Wo ist denn Gretchen hin? Sie ist völlig hinüber. Schade. Meine fast perfekte Konstruktion ist auseinandergefallen. Sie ist völlig hinüber. Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Hm. Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Ich hätte da eine Idee, aber das funktioniert ja leider nicht. Völlig porös. Es fällt fast aus den Halterungen. Da sind wir hergekommen. Mal schauen, was es sagt. Vielleicht kann ich mich herüberschwingen? Eher nicht. Gretchen! Okay. Hier ist eine Spitzhacke. Spitzhacke was machen. Sicherlich. Aha. Also doch mit dem Rad, mit dem Zahnrad. Das schaffe ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Okay. Thank you.
Wassermarsch. Warum will der schwimmen, oder was? Was hat er vor? Rätselhaftes Tun. Es geht ziemlich tief runter. Ich kann den Boden nicht sehen. Irgendwo da unten muss es Wasser geben. Ernsthaft? Der zerhackt hier die Leitung, die ganze Brühe läuft runter und er sagt, irgendwo da unten muss es Wasser geben. Kann mich irgendjemand hören? Ich habe schon mal von Höhlenfischerei gehört, aber dazu bin ich jetzt wirklich nicht in der Stimmung. Okay, der wünscht. Ich wünschte, ich könnte für immer drüber bleiben. Ich wünschte, ich würde endlich jemand finden, an dem mir wirklich etwas liegt. Ja, ich wünschte, ich könnte aus dieser gottverlassenen Höhle entkommen. Die Spitzhacke ist hier unten wahrscheinlich das Einzige, was mir irgendwie weiterhilft. Wahrscheinlich die kaputte Lore da reinschieben. Weg mit dem Ding. So tief ist das nicht. Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Ich hab schon mal von Höhlen... Die Spitzhacke ist hier unten wahrscheinlich das Einzige, was mir irgendwie weiterhilft. Was haben wir denn noch? Es geht ziemlich tief runter. Ich kann den Boden nicht sehen. Irgendwo da unten muss... Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Sie ist völlig hinüber. Habe gerade keine Ahnung. Wie es weitergehen soll. Interessante Formation. Sieht brüchig aus. Ich nehme wohl wieder mit. Oh, da kommt schon das Wasser. Das steigt genau nur bis dahin. Hätte ich doch damals bei Tante Lottis Schwimmkurs aufgepasst. Nicht vergessen. Der Wasserpegel ist gestiegen. Ach nee. Ja, aber wie lahmarschig. Da hoch. Tannhäuser und Gretchen treffen sich endlich wieder. Ach, da bist du ja endlich. Du bist ja ganz schmutzig. Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Ach so, kann ich schon was machen? Ich habe nachgedacht. Was ist, wenn nicht jemand am Betreten, sondern etwas am Verlassen gehindert werden sollte? Finden wir es raus. Oh, was? Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Wir müssen die Tür aufbekommen. Ein Öffnungsmechanismus. Ist wirklich riesig, das Ding. Das leuchtet. Und schon wieder. Was schon wieder? Kann der nicht einfach rufen? Das ist ja ein sinnloses Hin- und Hergerenne. Wow. Glückwunsch. Ich glaube, du hast deine Kultstätte gefunden. Ich bin in die Fänge von einem verrückten Wissenschaftler geraten. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten. Unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein. Wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken. Persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Eigentlich schon. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Genug geplaudert jetzt. Lass uns eine Lösung finden, wie wir dieses monströse Tor aufbekommen. Ja. Aber wie? Leuchte mal bitte hier oben hin. Nein, nichts. Aber da war was. Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Wow. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tannhauser, das ist eine Sensation. Eingeschlafen, ja? Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Siehst du, wie sie nachleuchten? Hier ist noch eins. Was ist das dort? Nur ein Riss in der Wand. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Halt dich fest. Da steht frei übersetzt: Weg ohne Wiederkehr. Papalapap, ihr Römer. Interessant. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Vielleicht eine Art Lichtsensorik? Als ob das von den Römern stammt. Hast du schon eine Idee? Wart ab. Was ist das da drüben? Nur ein Fledermausrudel. Ach Mann. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? Was ist das da drüben?
Interessant. Denkst du, was ich denke? Ist das ein Graffito? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Ein Graffito. Was ist das dort? Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Bedeutet so viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich jedoch nur der Tod. Da, noch ein Licht. Okay. Da hatten wir schon, oder? Was hältst du davon? Krass. Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Na, bist du auch langsam neugierig? Ich will weg. Jetzt sind es 5 Lichter. Was hat das zu bedeuten? Ich will hier weg. Aber das ist schon römisch, germanisch, ägyptisch, graffitisch. Das ist... Und dann hier Höhlenmalerei. Ich stehe auf dem Schlauch. Was ziemlich viel mehr brauchen. Sesam, öffne dich! Da müssen wir schon einen Knopf drücken, meine Gute. Und schon wieder. Aufregend. Genau wie im Werbeprospekt. Wahrscheinlich war die Reihenfolge falsch. Aber nichtsdestotrotz sind wir am Ende der Folge angelangt, Leute. Wie wir das hier auflösen? Ach, okay, ich mach das mal schnell noch. Wir müssen das nach den Epochen einordnen. Würde ich sagen, zuerst das. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Also chronologisch anordnen. Dann brauchen wir das Germanisch. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Schon wieder. Zuerst Höhlenmalerei. Könntest du noch mal die Höhlenmalerei anleuchten? Dann ergibt dich. Könntest du die Taschenlampe noch mal auf die Hieroglyphen richten? Dann germanisch. Ich hoffe, ich krieg das hier hin. Wo ist es denn da? Könntest du mir noch mal dieses Runding zeigen? Dann römisch. Zeig mir doch bitte noch mal die lateinische Inschrift. Oder Latein. Dann Graffiti. Graffito. Können wir uns noch mal das Graffito anschauen? Und wieder 5 Lichter. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ach Mensch. Und schon wieder. Eine. Na gut, Leute, das Prinzip haben wir ja verstanden. Ich jedenfalls.
Ihr könnt ja, wenn ihr die richtige Reihenfolge wisst, mir das in die Kommentare schreiben. Ansonsten probieren wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis hin.